Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr lest es alle. Prime World Thrones. Ich habe ein neues Spiel, was ich ausprobieren möchte. Ich habe gehört, es soll so sein wie League of Legends. Und natürlich noch ein bisschen viele andere neue Sachen dabei. Gebäude bauen, einnehmen und alles. Also ich weiß nicht, aber ich habe viel gelesen und es ist sehr gut. Ich habe gelesen, dass auch viele, die League of Legends gespielt haben, die danach nur noch das hier spielen. Und ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Vielleicht macht es ja auch Spaß. Dann werde ich davon natürlich auch eine Let's Play-Serie starten. Nur für euch und einfach mal reinschauen. Also das ist jetzt gerade dieses Tutorial. Ich spiele es jetzt zum ersten Mal. Und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass ich hier gerade auf einem Schwert reite hier. Oder surfe, oder wie man es auch nennen will hier. Sieht ein bisschen aus wie der Silbersurfer von die Fantastischen Vier. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Ja, dann würde ich sagen, starte ich mal. Das sind alles Bots hier. Und das ist die Base. Man kann also zum Beispiel schon mal nicht die Karte zeigen, sondern die Map bewegt sich immer mit der Figur mit. Das heißt, ich kann jetzt nirgendwo anders hingehen und zeigen, wo ich metzel. Und hier sind die Pfeile, wo man langlaufen muss, wird auch markiert. Sehr schön gemacht hier. Die Grafik ist jetzt auch nicht schlecht. Hier unten ist jetzt Talente. Ich denke, genau, hier kann man sich jetzt Donnerschlag aktiv 35 Schaden zu. Kugelblitz 1, dann haben wir Intelligenz 50, Gesundheit, Stärke und nochmal Gesundheit. Ich würde sagen, wir nehmen direkt hier den Donnerschlag. Ich will direkt Schaden. Da gibt es ein Level 2 und so kann man sich dann hocharbeiten auf den Talenten. Super. Dann würde ich sagen, greife ich mal an. Weiß ja noch nicht, oh, das sind die Türme. Die sehen auch sehr gut aus. Ah, man kann noch ein bisschen wechseln. Das ist gut. Gut gespielt. Kann man schön ranzoomen hier, so sieht er aus. Ein bisschen zurück. Yeah, Silver Surfer. Was hat er da in der Hand? Pumptes Schwert oder so. Oh, das sind die Vasallen. Kleine Mini-Tiger oder was? Kampftiger. Und Bogenschützen. Bogenschützen. Cool. Gefällt mir echt. Schon wieder ein Talent. Das geht auch rucki-zucki hier. Kugelblitz soll ich kaufen. Kaufe ich. Ah, da unten hat man dann jetzt Q und B. Das ist die gleichen Attacken. Die Tasten wie bei LOL. Oh, da kommt der Kugelblitz. Bam! Ja, Vollstart. Und da kommt schon ein Gegner. Der macht hier Nastayi nach. Beutelt sich überall hin. Machen wir direkt weg. Weggelasert. Komm, lasern weg. Was? Indem du die Flagge hisst, verwandelst du die Gebiete in eigenes Terrain. Auf dem eigenen Terrain werden manche allgemeinen Talente und Klassentalente stärker. Du kannst dich mit Hilfe des Portals nur innerhalb des eigenen Terrains bewegen. Alles klar, danke. Guck mal, da wird sogar vorgelesen, da wollte ich jetzt nicht ins Wort fallen. Hört sich gut an. Ah, direkt hier drauf. Komm, weh, komm, hau weg. Stirb, Highlander. Kann man sich den Highlander nennen? Cooler Bot, der Highlander-Bot. So, direkt die nächste. Ah, alles klar. Ich denke mal, das wird genauso sein wie bei LOL, dass wenn die Viecher kommen, dass man dann mit denen angreifen kann. Jo, was haben wir denn da? Ich würde sogar sagen, dass wir ein bisschen Gesundheit und Stärke hochpushen. Ich will mal genau mein Ding hier. Ah, da kann man die Flagge hissen. Ich schaue mir das mal an hier für euch. Da ist die Flagge. Und, guckt euch das an. Die Land, die Karte, das Terrain verändert sich. Also wir sind hier die hellen Grün. Wenn er dem Gegner den letzten Schlag versetzt. Sehen dann richtig cool aus. Hier ist mein Missionsziel, zerstöre die Basis des Gegners. Und hier ist das Gebiet, das böse ist oder verseucht ist, wie man sagen will. Und direkt draufballern. Jetzt haben wir noch was hier. Machen wir da direkt mal Gesundheit hoch, damit ich ein bisschen einstecken kann. Jo, hauen weg, komm Blitz, ja, er fliegt hinterher, boah, ist das geil. Oh, nicht hinterher, ne? Ja, jagt er den jetzt bis zum bitteren Tod? Ah, ne, der löst sich auch, okay. Priesterin, ja, ist cool, mein Gott, hier kriegt man ja Talent hier hinterher geworfen. Was kommt denn da, ein Bulle? Was ist das? Feuerschleuder, okay. Alles klar, Feuerschleuder, bin dabei. Da haben wir noch Intelligenz und da haben wir nochmal einen besseren... Ah, da kann man dann sprinten, oder was? Kurzschluss. Dann nehmen wir mal Kurzschluss. Was kann der? Ah, okay. Oh, geil. Der Silver Surfer macht hier voll die Moves hier. Erstmal so ein Wassergleiten hier. Läuft. Gefällt mir. Also bis jetzt muss ich sagen, macht sehr viel Spaß schon. Bin mal gespannt, was hier noch so auftaucht. Jetzt machen wir nochmal hier so einen schönen Blitz hier. Nein, den Hammer. Jetzt kommt der Blitz. Da kommt er. Und Flam. Zack. Oh, weg. Vorsicht. Der Turm wird deinen Helden anstelle der adornischen Feuerschleuderer attackieren, wenn sich keine verbündeten Soldaten in der Nähe befinden. Ja, absolut 1:1 wie bei LOL.
dass man nur mit den Vasallen angreift, sonst wird der Turm natürlich auf dich schießen und der macht natürlich wieder den ultimativen Schaden des Jahres. Und jetzt den Hammerschlag 2. Ich will natürlich hier ordentlich Schaden austeilen. Schön mit Thors Hammer. So, jetzt wirst du weggelasert und abhauen kannst du nicht, denn ich habe... Komm, jag den Mann. Magen, mach ihn kaputt, komm. Komm. Ah, du Heulsuse. Haut er ab, der Bot. Aua, 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 na, der Turm macht schon ordentlich. Dein Held hat wenig Damage. Gesundheit. Schnell zurück zur Basis, damit du seine Kräfte regenerieren kannst. Benutze das Portal und wähle einen Zielort. Naja, ah, da unten ist das Portal. Benutze ihr seht's alle. Und da kann ich dann wieder zurück. Ah, kennen wir ja, kennen wir. Nee, ich brauch nicht. Heil mich doch hier. Ich werde die Gegner absorbieren hier. Dann krieg ich wieder meine schöne Heilung. Kritischer Treffer noch. Richtig schön. Oh, der Turm brennt. Cool. Jetzt machen wir kaputt, komm. Boah, der hält aber gut aus. Sieht auch geil aus, ne? Mit der dicken Kanone. Komm, mach kaputt. Ah, schön. So, die Leute laser ich weg hier. Kriege ich wieder 900 Talente, habe ich schon. Voll der Talent. Der Talenter-Man. Bei der Finish-Feinde bekommen alle Verbündeten einen zusätzlichen Prime. Boah, also ich bin Optimus Prime, Mann. Ich werde mich auch Optimus Prime nennen. Fast. Alten Transformers hier. So, machen wir mal Vitalität. Und was haben wir hier? Intelligenz natürlich, dann kann ich noch ein bisschen mehr kämpfen. Ja, ich werde alles hochjubeln. Ah, was ist jetzt hier? Fahnenmast? Ah, jetzt guck mal. Jetzt geht das hoch hier. Ich zieh mal kurz ran. Und jetzt die Welt. Na? Ist auch geil. Wie bei Herr der Ringe so, ne? Der Boden wird dann voll schön. Komm weg, gelasert. Habe ich nicht getötet? Wo ist der? Da. Komm, lasern weg. Ja, schön. Revano tötet Highlander. Mann, ich wollte schon immer der Letzte sein. Der Letzte! Sonne des Himmels, was haben wir noch hier? Gewandtheit, Gesundheitsstärke, Intelligenz. Gesundheit. Hm, dann lebe ich länger. Hier kann ich nochmal ordentlich. Zorn des Himmels. Ja, das ist meine Ehre, oder? Die Ulti. Könnte das die Ulti sein, eher? Kann man nur ein paar Minuten, immer 135 Sekunden. Ja, das ist ein großer Cooldown. Ich denke mal, das wird die Ulti sein. Die werde ich natürlich gleich mal hier. Einmal Ultiman. Oh, was ist der jetzt? Der Turm wird dich attackieren, wenn du einen gegnerischen Helden in der Nähe angreifst. Ja, das ist ja auch 1:1, alles klar. Ich habe jetzt eigentlich die Ulti drauf gemacht, aber ich glaube, der ist ausgeglichen mit seinem. Ich porte mich in alle Himmelsrichtungen. Oh, der hat aber eine gute Reichweite. Ah, ich wurde gerade geheilt. Ich denke mal, das war von der Priesterin hier. Hört sich auf jeden Fall cool an. Da rennt noch wieder der Spießschleuder rum. Boah, wie viel Schaden ich mache, wenn ich den weglaser. So, kann man den Turm jetzt abknallen hier? Komm, mach ihn kaputt. Ist vorbei, Junge, ist vorbei. Ja, 300. 300 gab's. Machen wir mal die Flagge kaputt. Ich will nämlich, dass die Welt sich wieder umbaut hier. Meisterlicher Angriff stand da oben, okay. Und die Welt wird schön. Boah, die Blumen, schaut mal. Ja, das haben die echt gut gemacht. Also, das gibt dem Spiel natürlich noch richtig Atmosphäre. Du hast genügend Prime angesammelt. Wähle und aktiviere ein Talent. Ja, Marie, das macht deinen Helden stärker. Ich will meinen Helden stärker machen. Ich kann noch schneller rumflitzen hier. Ich würde sagen, Stärke regeneriert der Gesundheit hier. Das heißt, ich heile mich schneller. Das ist, und ich will natürlich Silver Surfer 2 spielen, also eh. Und jetzt gehe ich richtig ab hier. Brrr, geil. Echt genial. Aua. Der ist echt ein Master. Die portet sich zu jedem Gipfel ein mit hier. Aber ich werde den jetzt sowas von weglasern. Komm, laser ihn weg. Komm, lasern weg. Ah, schade, jetzt hätte ich doch die. Das hinterher schnellen haben müssen. Saugeil, links und rechts. Und boah, die Welt hier richtig bunt und schön. Toll, da habe ich noch was. Jetzt frage ich mich natürlich, ob man später vielleicht auch noch. Natürlich mache ich jetzt erstmal meine Ulti stärker. Ob ich jetzt später noch irgendwelche Items kaufen kann, die mich auch noch verstärken, weil es gibt ja hier bei den Talenten ziemlich viele Verbesserungen. Und hier unten hat man ja nur 1, 2, 3, 5, 6, ob man da jetzt auch noch was verbessern kann. Werde ich natürlich wahrscheinlich mit der Zeit herausfinden. Und Schick Geld, Inventar, Statistik und Talente. Also ist auf jeden Fall von allem was dabei. Vorsicht, nähere dich als. Ja, ich. Ist. Der Turm ist böse, macht mir Aua, aber das macht mir nichts, denn ich habe einen Laser und einen Hammer. Ich habe ein Surfbrett, das ist ein Ninja-Schwert. So, meine Super-Vasallen, kriegt man die vielleicht später auch noch.
Ah, guck mal, der Turm ist fast kaputt hier. Komm mal weg, komm mal weg. Gut gespielt. Schön, gut gespielt. Welchen Schaden erhöhen? Unermüdlich. Zerstöre das Waffendepot des Gegners. Auf Stärke, Leute. Mit der Taktkaste kannst du dir die Statistik des Spiels ansehen. Okay. Ich mach alles kaputt hier. Oh, jetzt kriegt er meine Ulti, komm. Weiter so. Da kommt er, der Blitz. Ja, doch, nimmt schon ordentlich weg. Hab ein bisschen mehr erwartet, aber es war von Anfang schon mal. Nach der Vernichtung des gegnerischen Waffendepots kommt die Garde den Helden zur Hilfe. Die Gardisten sind wesentlich stärker als die normalen Soldaten. Ah, okay, das ist dann wie diese Super-Vasallen immer, ne? Ihr kennt sie alle. Ah, getötet. Und wieder einen. Ich weiß gar nicht, wo sehe ich denn, wie viel ich gekillt habe. Gibt's hier nicht sowas? Das muss ich mir auch nochmal genauer anschauen. Ob hier irgendwo so eine Statistik. Ich bin auch Level 15, wie ihr seht. Also geht ziemlich hoch. Jetzt hau ich mir mal. Ach komm, ich hau jetzt 100 Gesundheit rein. Ich will voller Gesundheit sein. Weil ich habe ja eh schon genug Schaden. Jetzt kann ich mich auch mal ein bisschen wieder um die Gesundheit kümmern. Da ist er wieder. Kriegt er direkt in meinen Hammer und der kommt der Kugelblitz an. Bam! Er ist halt voll langsam. Aber wenn der trifft, ja, dann haut der voll rein. Jetzt wird er gelasert. Ja! Wieder getötet. Schön, Wahnsinn. Überlegenheit. Das ist dann auch wieder wie. Ah, da kann ich auch angreifen von hinten. Und da kommt ein anderer. Was ist das für einer? Egal, ich mach jetzt erstmal Gebäude, der Docks. Mach ich jetzt kaputt. Wird erstmal schön weggelasert, ihr könnt euch das anschauen. Wow. Wahnsinn. Also da gibt es schon Störe, den Tempel der Wissenschaft. Und ich muss noch ein Portal benutzen. Ich denke mal, dass das einfach so gewollt ist. Wenn du Verbündete im Kampf unterstützt, bekommst du zusätzliches Prime. Ah, auch cool. Wenn ich also einen helfe, kriege ich natürlich von denen auch noch mit Talente. Wow, jetzt Rüstung, Stärke, alles rein. Sieht aus wie die Rüstung hier von Spartanamo. So, Kugelblitz, ich hau alles rein. Bisschen Schaden wäre ganz cool eigentlich. Aber ich habe ja hier die geilen Blitze von Star Wars. So, jetzt porte ich mich. Ah, ich muss sogar hinklicken, wo ich hin will. Dann mitten in die Base, bitte. Jetzt lade ich mich gerade auf hier. Das sieht echt genial aus. Wie lange brauche ich jetzt? Ah, jetzt bin ich da. Cool. Für das Prime kann man im Warenhaus nützliche Dinge kaufen. Zaubertränke und Schriftrollen mit positiven Effekten, sowie Laternen, die den Nebel des Krieges lüften. Wow. Hört sich echt cool an. Also, Warenhaus. Zaubertrank der Heilung. Ah, hier kann man jetzt also die Zaubertränke, Schriftrollen der Teleportation, 3 Minuten Nachladezeit, Zaubertrank der Reinigung, willst du gereinigt werden? Was haben wir denn jetzt da? Da landen eine Laterne, das ist wahrscheinlich das Hauptgebäude hier, ne? Tempel. Minispiele sind ein wichtiges taktisches Element auf dem Schlachtfeld. Während ein Held ein Minispiel spielt, ist er unverwundbar und kann Prime sowie Schriftrollen mit starken Effekten für sein Team erhalten. Wow, also hat man noch ein Minispiel im Game. Ein Minigame, noch ein Spiel. Erschaffe eine Schriftrolle. Leuchten, Zwilling. Ich nehme mal Zwilling. Jetzt ist vorbei hier. Zwilling. Und was passiert jetzt? Wow, was mache ich jetzt? Was? Was soll ich jetzt machen? Den abschießen. Ach, jetzt verstehe ich, welches Spiel das ist. Das ist dieses, dieses geile Game. Die mit diesen treffenden Farben. Hört sich auf jeden Fall richtig cool an. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Part und wie ich das Spiel dann zu Ende spiele. Oder? Oder machen wir das eben noch fertig? Ich schau mal schnell. Bam, mal draufballern hier. Naja, komm, Leute, das machen wir noch. Was geht denn jetzt hier ab? Ja! Die machen so alles so lila hier. Zack, so. Aber wie hieß denn das Spiel nochmal? Das kommt mir total bekannt vor. Ne? Das ist. Ach, ich hab auch den Zocken. Ja, danke, geht her. Ich hab. So, weiß. Ich zeig euch mal, wie das geht hier. Genau hier der Profi. Der Profi-Abballerer hier. So, gelb, weiß, gelb. Die treffen zusammen. Lila. Den. Ach, Mann, den wollte ich doch gar nicht erwischen. Dieser Dappich hier. Mei, oh mei. So, zack, zack. Voll witzig, aber. Cool gemacht, denn was ist jetzt? Meine Jungs dürfen jetzt die ganze Zeit kämpfen da oben, oder? Ich will wieder kämpfen. Draufballern hier. Gut gespielt. Saugeil. Saugeil. Ja, liebe Leute, was? Die Rolle ist fertig. Was habe ich jetzt? Steht jetzt gar nichts. Schriftrolle übergeben. Okay.
Okay, habe ich die jetzt bekommen oder? Jetzt habe ich. Ah, da unten habe ich sie. Zeichen des Doppelgängers. Ihr schafft für 5 einen Doppelgänger des Helden mit 60 Gesundheit und Energie, 110% Kampfstärke. Ja, geil, da kriege ich jetzt also sozusagen Held und hier jede Menge Sachen zum. Boah. Also, man kann noch ein Minigame machen im Game, um sich natürlich eine überlegene Schatzrolle zu holen. Wähle und aktiviere ein Talent. Ja, ja, ja. Jetzt werde ich an 1000 Mal erinnert, dass ich mir was kaufen soll. Aber es gibt da so vieles. Ihr seht es ja selber, Talente. Ohne Ende blinkt. Jetzt hole ich mal Energie rein. Und hier unten machen wir noch ein bisschen Gesundheit, Stärke und Intelligenz. Ja, ja, geil. Geht auch direkt gleich im nächsten Part weiter, meine lieben Damen und Herren. Ich freue mich. Danke.